So, schönen großen Karton vom Music Store hier erhalten. Eigentlich nicht schlecht. Bestell ja meist sowas eher bei Thomann. Ja, habe ich auch ja, gute Erfahrungen bisher gemacht. Schneller Versand und so. Aber Music Store fand ich hier dieses schöne Case, was hier drin ist, ganz nice. Und das wollte ich mal benutzen, um meine Endstufe und so Frequenz war ich etwas einzupacken. Ja, und da hat man eigentlich den Vorteil, fand ich jetzt bei Music Store, wenn man bis 15 Uhr, glaube ich, oder so, 16 Uhr, 15 Uhr bestellt, dann wird es, wenn man über 100 Euro bestellt, auch noch am selben Tag Versand per Express, sollte es bei UPS am nächsten Tag da sein. Ich habe es erst abends bestellt, bei mir war es jetzt dann entsprechend einen Tag später da, aber trotzdem sehr gut, finde ich, also ein netter Service, ne? Und hoffe natürlich, dass es hier alles drin ist, was ich noch so dazu mir organisiert habe. Ein paar Sachen habe ich auch bei Thomann bestellt, die waren da, ich glaube, fand ich da sinnvoller, obwohl das bei manchen noch keinen Unterschied macht. Weil irgendwie Music Store größtenteils da auch gleiche Preise hatte wie Thomann. Aber das ist ein schön großer Karton. Mit dem kann man da noch was basteln vielleicht. Ja, und neben dem ganzen Verpackungsmaterial, was hier noch so schlummert, haben wir hier drinne. Ja, das Hauptteil, was ich hier gekauft habe, nämlich das Music Store Pro Case 4HE. 9 mm Holz, soll mehrschichtiges Holz, vermutlich also Multiplex sein. Könnte natürlich auch Sperrholz sein. Sperrholz hat ja etwas dickere Schichten, Multiplex hat feinere Schichten, ist daher theoretisch noch stabiler. Denke aber mal, es ist Multiplex, 52 cm. Wäre hier die Tiefe, ich bin gerade gar nicht mehr sicher, ob das die Nutztiefe ist oder die... Ha, muss ich da nochmal gucken. Auf jeden Fall hier 4HE Höhe und da will ich eigentlich in diesem Video hier dann die verschiedenen Sachen reinpacken, wobei es zu einigen Komponenten auch noch ein eigenes Video geben könnte. Mal sehen, wie ich das mache. Ja, aber dieses Case hier ist also Hauptgrund dieses Videos hier. Aber ein paar andere Sachen habe ich da auch mit bestellt, eben wie diese Rackblende hier mit 8 ja, Bohrungen, Löcher, XLR, D-Norm. Ja, natürlich auch die Neutrik Speakern sollen da rein, eben XLR. Ja, Anschlusspanel. Ja, schöne Speakern-Buchsen hier, 6 Stück. Was haben wir noch? Ja, schöne Stromversorgung hier von Adam Hall. Ja, 16 Schuko-Buchsen im Prinzip und ein Anschlusskabel. Vorne 8 und hinten 8. Gibt auch ein analoges Teil von Thomann. Dachte zuerst, es ist vielleicht baugleich, nur anders gelabelt. Aber das von Thomann ist auch ein bisschen kürzer, ein bisschen leichter. Ich habe dann das hier genommen, kostet 10 Euro mehr. Aber bei Thomann hat man eine Bewertung gelesen, ist manchmal ein bisschen größer. Ein paar Millimeter und dann passen manche Cases nicht rein, nicht so richtig. Und deswegen habe ich gedacht, probieren wir mal das von Adam Hall. Dort waren die Abmessungen nämlich genau 19 Zoll. Zwei schöne XLR-Buchsen sind auch noch mit dabei. Natürlich ein Neutrik. Ja, kauf immer Neutrik eigentlich. Ich weiß, dass die anderen, auch die China-Ware im Prinzip auch in der Regel funktioniert, aber Neutrik gibt mir halt irgendwie ein gutes Gefühl. Und deswegen gleich dazu diese Neutrik Rückblenden für die Anschlussbuchsen. Ne? Da kann man dann schön, wenn man eine M3-Schraube hat. Die gab es hier aber zum Beispiel nicht. Habe ich bei Thomann bestellt. Ne? Sind eigentlich dort auch teuer. Ja, sollte man die schön anschrauben können an das Anschlusspanel. Ich glaube, das war's hier aus dem Karton. Haha, hab noch was gefunden. Ja, auch sehr schönes Rackblende mit Löchern entsprechend für Belüftung eben, ne? Dass man nicht nur eine Zur hat, sondern dass die Endstufe hinten auch noch ein bisschen rauspusten kann zum Beispiel. Das ist ja stabiles Zeug. Ja, gucken wir da nochmal an. Ja, wie schon gesagt, den Rest bei Thomann bestellt, deswegen ist das ja auch nur so ein kleines Paket. Ja. Ah, haben sie hier wieder mit den guten Riesentacker-Klemmdingern zusammengehauen. Ja, und quasi so ein bisschen für die Innenverkabelung und so. Was haben wir hier? Achso, ja, hier sind noch die schönen M3-Schrauben. Man muss halt sagen, die kosten knapp 10 Euro. M3 mal 12 mm, 10 mm würde aber auch gehen. Also, was sind das hier? 48 Stück, glaube ich. Die sind schon für 10 Euro eigentlich teuer. Also man kann beim Schraubenhändler auch für dasselbe Geld 500 Stück bekommen. Hat dann natürlich vielleicht noch Versandkosten 5 Euro. Ja, aber ich brauche gerade nicht so viele und wollte die halt schnell haben. Da gibt man ein bisschen mehr. Sind ja auch nicht schlecht, denke ich. Ja, da haben wir noch einen Neutrik Speakon-Stecker. So ein bisschen nur für die Innenverkabelung. Und hier auch noch XLR-Stecker. Zweimal Speakon, zweimal XLR. Die Buchsen habe ich beim Music Store und die Stecker bei Thomann gekauft. Ja. Dann hier noch so eine 1HE-Rackblende, weil ich da sonst ein Loch hätte, wollte ich, naja,
War halt billiger, ne? Bei Music Store, die durchgehenden, oder auch bei Thomann, kosten irgendwie 3,80 Euro, 90. Während die hier 1,90 Euro kostet, ne? Macht man natürlich Schleichwerbung, ist ja klar. Dann irgendwo, wenn das jemand sieht, ist halt ein bisschen billiger. Und deswegen habe ich die genommen. Und natürlich eben für die Innenverkabelung hier noch ein bisschen ein Speak-On-Kabel. Ja, es würde auch natürlich normales Kabel gehen ohne die Ummantelung hier, aber ja, ich wollte es halt, ich finde es halt. In den Speak-On-Steckern ist das Kabel hier halt schon nicer, habe ich hier ein paar Meter genommen. Und ein bisschen Mikrofonkabel für die XLR-Anschlüsse. Ich hoffe, es reicht. Ja, ansonsten haben sie hier noch ein bisschen Werbung reingelegt. Und naja, ja, irgendeine Art kleinen Comic. Also meine Meinung zu diesem Music Store Pro Case, ich habe jetzt mal rumgedreht und da sieht man, dass die andere Seite des Kartons hier irgendwie schon ein bisschen sehr gelitten hat. Mit Ziehharmonika sozusagen. Na, ich hoffe mal, dass drinnen alles in Ordnung ist. Ich muss es jetzt mal rausholen, das gute Case. Und hoch damit. Hoffentlich bleibt es stehen. Ja, hier unten, man sieht das vielleicht nicht so gut. Also das übliche Problem, was ich oft mit Gummifüßen habe, bisher egal welche, meist habe ich die von Adam Horn, ist, dass die irgendwie immer so ausdünsten. Hier auf der Folie sieht man jetzt auch so gelbliche Abdrücke, da muss man aufpassen. Je nachdem, wo man es draufstellt, auf normalen Böden, Teppich ist das natürlich alles kein Problem, wenn man es irgendwo länger steht. Aber ich habe zum Beispiel bei den Lautsprechern, ja, wenn ich das auf meine selbst lackierten Teile stelle, dann gibt das da auch so seltsame Abdrücke in dem Lack. Weil das, ich weiß es nicht. Irgendwie ausdünstet ist mir jetzt hier noch aufgefallen auf der Folie. Ich denke aber beim Case jetzt eher unkritischer. Ja, das ist natürlich jetzt falsch rum. Ansonsten sieht das so erstmal sehr schön aus hier, diese ja, rabenschwarze Oberfläche des theoretisch 9 mm Holzes. Das kann ich natürlich wohl schwierig nachprüfen, weil man wahrscheinlich an keiner Stelle das Holz sieht. Sonst hat man hier schön die Tragegriffe. Ja, ich sag mal, maximal 15 bis 20 Kilo Inhalt werde ich hier haben. Plus dem Gewicht von dem Stück natürlich. Ja. Übliche Butterfly-Verschlüsse. Also so sieht es erstmal von außen wertig aus. Hier ist ein bisschen sanfte Abschabung. Na gut. Ich denke mal, steht am Music Store drauf. Auf dem Griff tragen kann man es sicher sehr schön. Werden wir mal die Verschlüsse hier öffnen. Ja, und hier drinnen sehen wir erst noch mal ein bisschen Späne. Na gut, das muss ja nun eigentlich vielleicht nicht unbedingt sein. Hier sieht man sogar ein bisschen das Holz. Ja, und das Holz sieht doch tatsächlich eher wie Sperrholz aus. Also die Schichten sind etwas dicker. Ich meine, ich kenne Multiplexes sehr gut, weil ich zufällig hier alles, was ich jemals gebaut habe, größtenteils praktisch aus Multiplex gebaut habe. Von Lautsprechern über meiner Küche, über Tische, über eigentlich alles Lautsprecher eben. Ja, und deswegen weiß ich hier ziemlich genau, dass meine Schichten auch von dem Tisch, der, wo das hier drauf steht, feiner sind als die von dem her. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, weil es ja trotzdem super stabil ist. Aber es hat wahrscheinlich schon einen Grund, dass da nicht direkt Multiplex stand, weil es eine Sperrholzplatte ist. Also keine Spanplatte, ne? Nicht, dass man das eben wechselt. Wie gesagt, trotzdem sehr stabiles Ding. Multiplex wäre natürlich das Maß der Dinge, aber ich sag mal 9 mm Sperrholz ist immer noch stabiler aus meiner Sicht als 7 mm Multiplex zum Beispiel. Ne? Aber es ist eben kein richtiges Multiplex aus meiner Sicht. Falls das für jemanden wichtig wäre. Aber bei vielen Sachen ist es eben dann am Ende auch nur Sperrholz. Es sieht ja auch, es ist ja im Prinzip auch ähnlich. Es sind halt nur nicht ganz so feine Schichten. Hat manchmal auch Vorteile beim Schleifen. Es abschleift und dann kommt man nicht so schnell auf die nächste Schicht. Ja, ansonsten hat man hier ein schönes Schraubensäckel mit Schrauben und so Gummipuffern scheinbar. Ja, ansonsten eben Butterfly-Verschlüsse sind hier natürlich recht unproblematisch. Aufmachen und dann kann man das hier schön wegziehen, klar. Ja. Andere Seite hat auch noch ein paar Späne. Ja, so sieht es von innen aus. Hier hat man auch noch so ein paar schöne Holzkrümel. Ansonsten, die Schienen hier sind beidseitig. Das heißt, man kann auch von hinten was montieren. Das will ich in dem Falle hier auch tun. Ja, ist ansonsten hier relativ leicht. Also was heißt leichtgängig? Es bleibt auch natürlich auf der Position. Wichtig ist, wenn man was festschrauben will. Denke ich, geht ganz problemlos. Es ist hier auch alles ziemlich stabil. Hier die Füße mit Einschlagmuttern dran. Da muss man natürlich gucken, wenn man das, was man reintut, Gummifüße hat, dass da drauf kommt, vielleicht ein bisschen wackelt. Aber ansonsten sehr stabil. Hier auch teilweise mit Muttern gearbeitet. Ansonsten aber das meiste hier ist genietet in dem Gehäuse.
Ja, macht für mich, ich bin jetzt natürlich hier aber auch nicht der Profi, was Cases angeht, aber erstmal einen wertigen, stabilen Eindruck. Das Einzige, was hier wackelt, ist der Tisch, auf dem es steht. Das ist schon mal gut. Was könnte man hier mal messen? Also die gesamte Tiefe 52,4 cm. Und die Tiefe von der Schiene vorne bis zur Schiene hinten, da haben wir ja 47,3 cm. Also hier von der Kante bis hinten zur Kante. Und innen haben wir eine Höhe von ziemlich genau 18 cm. Ja, Innenbreite ohne die Schienen 48,9. Ja, sehr gut. Und von Schiene quasi zu Schiene sind es 44,6 cm. Ich kann natürlich noch die Deckeltiefe messen. Also grob jetzt 7,8 cm. So ungefähr. Schrauben sind im Prinzip, müssten 32 dabei sein. Logischerweise hat man hier 2, 4, 6, 8 mal 2 und nochmal mal 2, kommen wir auf 32. Ich habe jetzt grob gezählt, sind noch so 32. Ja, und ich will jetzt hier mal was dran schrauben, damit Thomann-Blende soll ungefähr hier oben hin. Ja, irgendwie so. Natürlich erstmal hier ein bisschen positionieren. Kann hier auch gleich das Ding mitnehmen zum Positionieren. Ja, und durch diese kleinen schönen Gummipuffer hier dran dürfte, wenn man die hier drauf macht, dann ist auch keine Kratzer geben. Das ist mir schon wichtig. Im gleichen Atemzug ist aber hier immer noch das, na, so zur Erdung. Ja, jetzt nicht das Panel hier natürlich zur Erdung, aber ja, ich sag mal, wären Endstufen und ähnliches auch noch irgendwie mit dem Gehäuse verbunden. Reicht aber eigentlich auch nicht so aus zur Erdung, wenn man es ganz ernst nimmt. Naja, egal, ich will jetzt hier nicht erden, sondern erstmal das Teil hier anschrauben. Lohnt sich natürlich das Ganze noch nicht gleich fest anzuziehen, damit man hier logischerweise noch ein bisschen Spiel hat und es noch ein bisschen hoch und runter schieben kann, so früher oder später. Aber sonst ist schraubentechnisch unproblematisch und ja, kann man es natürlich, wie gesagt, wenn man es nicht festgezogen hat, schon ein bisschen hier variieren. Und dann festziehen. Und fertig. Geht also sehr unproblematisch. Wunderbar. Auch mit diesen Kunststoffhalterungen hier. Hervorragend. Toll. Ist übrigens keine Schleichwerbung in dem Sinne. Also ich werde jetzt nicht dafür bezahlt, dass hier Thomann steht, falls das jemand denkt. So ist es natürlich nicht. Es war nur einfach günstiger. Zurück zum Karton. Hat zwar mit dem Thema hier nicht so viel zu tun. Aber ich werde das jetzt hier mal abschneiden. Andere Seite. Die Seiten werden wir hier so nach außen klappen und mit Klebeband fixieren. Ja, überall noch weiteres Klebeband so dran gemacht, auch wenn es noch mäßig an dem Karton klebt und herauskommt. Eine kleine Höhle für den kleinen Schnupsel. Wunderbarerweise passt auch die Matratze hervorragend rein. Sehr gut. Kommen wir also zum DAP Audio D7811 Anschlusspanel mit den 8 D-Norm ja, Öffnungen, 19 Zoll natürlich hier. So sieht's aus. Man sieht vielleicht, dass die Öffnungen ja nicht ganz mittig sind. Könnte man sich jetzt überlegen, ob man so rum oder so rum. Ja. Weiß ich gerade auch noch nicht. Ich glaube so. Macht. Länge des Teils mal grob gemessen. 48,1 cm. Das scheint mir ziemlich passend zu sein. Ja, und hier möchte ich jetzt eigentlich natürlich, bevor ich das auch ins Case baue, können Sie jetzt natürlich überlegen, ob man zuerst die Kabel an die Buchsen lötet und danach diese festschraubt. Wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, wenn man zuerst die Kabel dran macht. Vielleicht. Ich mache es jetzt auf jeden Fall andersrum. Ich werde zuerst diese schönen Neutrik XLR-Buchsen hier rein bauen und die Speakons. Und danach werde ich dann die Kabel anlöten. Beziehungsweise bei den Speakons wollte ich sie eigentlich mit so Flachsteckhülsen 4,8 x 0,5 mm einfach dran stecken. Die sind aber noch nicht da. Die gab es weder bei Thomann, habe ich sie gefunden, noch bei Music Store. Die habe ich da über Amazon bestellt. Voll isolierte. Mal sehen, wann die ankommen. Heute sind sie noch nicht da. Ja, und deswegen werde ich die jetzt hier, ich werde jetzt erstmal hier reinbauen. Habe ich bisher
keine Ahnung, noch nie gemacht, in so ein Panel hier was reingebaut. Na, ich bin ja schlau. Ja, man kann ja hier gerade gemerkt, natürlich haben die Teile, ne, hier so eine Versenkung drin, sodass man im Prinzip die M3-Schrauben, die Senkschrauben hier so wunderbar reinmachen kann. Diese Buchsen hier sind übrigens komplett aus Metall, sehr cool. Man könnte die jetzt also so anbringen, bräuchte man hinten allerdings noch eine Mutter. Man kann das natürlich auch andersrum machen, das sieht eigentlich auch ein bisschen schöner aus, ne? Nämlich so, da sieht man das Ding nicht als solches. Und dann kann man ja auch ganz wunderbar diese Gewindeplatte hier nutzen. Da muss man ein bisschen drücken. Dann hat man hier hinten natürlich wunderbar ein Gewinde, so wollte ich das machen. Aber in meiner Weisheit habe ich jetzt natürlich irgendwie trotzdem diese Senkschrauben gekauft. Was hier natürlich keinen Sinn, naja, was heißt, es wird trotzdem halten, aber hier macht es natürlich dann mehr Sinn, Linsenkopfschrauben zu benutzen, weil die Senkschrauben natürlich nicht so schön aufliegen. Ja, denn das Panel hier hat ja keine versenkten Löcher für die Schrauben. Aber naja, da muss ich mir nochmal andere kaufen. Ja, sieht die wunderbaren Buchsen. Ja, das ist jetzt hier natürlich nicht optimal. Ich meine, es hält problemlos, aber wenn man das erste Mal macht, hat man eben auch manchmal so einen kleinen, vielleicht gedanklichen Fehler. Und das Schöne, wenn man das nach hinten macht, ist nämlich, falls die Bohrung hier nicht hundertprozentig, dass das gerade ist. Ich finde das ja so schöner. Also sieht das, ich finde, das sieht ein wenig professioneller aus, als wenn man die jetzt draufsetzt. Das geht natürlich auch, am Ende ist ja Wurst. Aber hier sehen wir die Bohrung auch nicht richtig. Ja doch, es ist eigentlich sogar ziemlich gerade. Respekt. Bei manchen Panels wird ja immer geschrieben, na, dann sind die ein bisschen zu schief oder so und das sieht dann blöd aus. Aber wenn man sie allgemein von hinten natürlich dran macht, ja, dann hat man das Problem ja gar nicht, weil das fällt dann halt nicht auf, wenn es ein bisschen schiefer wäre oder nicht so schnell. Dass ich jetzt 10 Euro für diese Senkschrauben ausgegeben habe, das ärgert mich schon ein bisschen. Das hätte ja jetzt nicht sein müssen. Ach, ich wollte die doch hier auch von hinten befestigen. Warum habe ich nicht daran gedacht, dass das Panel natürlich da keine Versenkung hat? For Style Points muss ich hier irgendwann nochmal andere Schrauben dran machen. Auch wenn es am Ende keinen Unterschied macht, von der keinen großen Auflagefläche ein bisschen mehr, aber sind ja keine harten Gewichte, hängen ja hier nicht dran. Nichtsdestotrotz, darauf sollte man also aufpassen, dass man sich gleich die schön passenden Schrauben kauft, je nachdem, wie man das hier dran montieren möchte. Es gibt auch solche Panels natürlich fertig, zum Beispiel von Thomann gibt es so eins und noch von irgendeiner anderen Firma, Fame, glaube ich. Da hat man hier im Prinzip ein Panel und da sind XLR-Eingänge und Speaker und Ausgänge. Die haben aber keine Neutrik-Buchsen und Stecker, so wie ich das gesehen habe. Kostet am Ende auch ein bisschen mehr, dafür muss man nicht selber fummeln. Man hat gleich eine Beschriftung dran, die man nutzen kann, die professionell aussieht. Das hat man jetzt hier natürlich auch nicht. Als solches, bei den Speakons ist das natürlich derselbe Spaß. Ne? Hier passt schön diese M3-Schraube rein. Die ist auch bündig, hervorragend. Aber dafür müsste ich das Ding natürlich dann so montieren. Aber es sieht natürlich cooler aus, wenn es so montiert ist irgendwie. Auch hier passen diese Adapterplatten eigentlich ziemlich gut dran. Man muss halt erstmal drüber klipsen. So sieht es dann jetzt also aus. Ich werde dann auch gleich die restlichen Speaker dran machen. Tja, wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass ich hier eben die Senkschrauben nun habe. Statt schöner Linsenschrauben. Sehr schön, das Panel und hier mit den Neutrik-Buchsen, finde, das sieht schon dann hochwertig aus. Ja, ja, durchaus. Ja, ich mache jetzt erstmal die restlichen dran. So sieht das Anschlusspanel jetzt aus. Meine 6 Speakons und die 2 XLR. Die XLR werden die Eingänge sein, die Speakons die Ausgänge. Zwar brauche ich im Moment noch nicht alle, aber ja, bei 4-Kanal-Endstufe und im Prinzip später dann noch ein 2-Kanal vielleicht mal. Und deswegen habe ich mir das so überlegt. Natürlich, man kann das auch jederzeit ändern, ein anderes Panel einbauen. Man kann ja welche rausschrauben und andere reinschrauben, wie man das braucht.
Ich wollte es jetzt so haben und ja, man kommt hier eigentlich noch gut ran, denke ich. Kann man das dann auch schön hinstellen zum Löten, falls man da jetzt keine andere Hilfe hat, keine Ahnung. Ja, weiß ich noch nicht, wie ich die Speakers, ob ich die auch anlöte. Habe ich bisher immer so gemacht, aber ich wollte eben mal die Flachstecker probieren. Ich hoffe, die kommen demnächst noch. Na gut, mal sehen, womit ich weitermache. Innenverkabelung Endstufe zu den Speaker und Buchsen habe ich hier eben das 2,5er Kabel mal 2. Vielleicht hätte ich auch 4er gleich nehmen können, also 4 Adern drin sind. Ja. Ist manchmal nützlich, wenn an der Endstufe zum Beispiel der Brückenausgang auf 1 plus 2 plus liegt. Dann könnte man den entsprechend dann abgreifen gleich von außen und zieht einfach die 4 Adern bis dahin. Aber gut, jetzt habe ich hier zweiadrige Kabel. Ich habe überlegt, ich mache das 65 cm lang so ungefähr. Oder alle 6, die ich ja so. Wobei ich gerade wahrscheinlich erstmal nur 2 dran mache, aber mal sehen. Ich habe hier 4 Meter Kabel gekauft und da passt das so. Man muss ja halt gucken, wie lang mache ich das. Ne? Will ich es eher lang haben, wenn ich die Endstufe vielleicht vorne rausziehen möchte, um dann die Kabel abzumachen, dann müsste es deutlich länger sein noch. Ne? Während, wenn das genügt von hinten natürlich, Blende ab und dann, man baut das ja auch nicht so oft um, dann vielleicht eher kürzere Kabel, damit da nicht so viel Kabelwirrwarr drin herrscht. Und deswegen habe ich jetzt hier so als 65 ist, eigentlich ein bisschen länger als es sein müsste, aber schien mir so passend. Mal sehen, was am Ende so rauskommt. Jetzt schneide ich mir hier die Kabel zurecht und dann Stecker dran und tja, auf meine schönen Flachsteckhülsen warten. Ja, das Kabel war wohl ein bisschen länger als 4 Meter. Nicht schlecht. Ein kleiner Rest. Kann man ein kurzes Kabel draus machen oder so. Schön, schön. So, die guten Neutrik NL4FX Stecker habe ich hier gekauft. Gibt eben verschiedene, natürlich auch nur zweipolig. Ich nehme mal die für alle Fälle. Ist auch noch nicht so gebraucht, aber was soll's. Natürlich muss man hier erstmal das Kabel abisolieren. Da ich kein feines Werkzeug habe, um die äußere Ummantelung geschmeidig abzuisolieren, gibt es tolle Sachen, habe ich aber leider nicht. Mache ich das immer so vorsichtig mit einer Schere oder einem Messer. Da läuft man natürlich Gefahr, dass man so eine Ader hier anschneidet. Deswegen mache ich das ja vorsichtig. Nicht bis rein und ziehst dann so ein bisschen ab. Funktioniert auch so, zeige ich jetzt aber hier so nicht. Will ja keinem zu irgendwas verleiten. Und dann verdrille ich das hier. Man könnte es vielleicht auch verzinnen, aber habe ich jetzt eigentlich keine Ambitionen. Ja, nehme mir hier immer 2 cm und dann hier so knapp ein. Dann nimmt man sich hier so einen heißen Stecker. Ja. Zuerst natürlich das untere Teil rein. Die feine Zugentlastung. Ja, und dann hat man eine rote und eine blaue Ader. Und hier oben ist plus 1 und hier ist minus 1 und hier ist 2 plus und minus 2 minus. Natürlich die rote Ader für plus und die blaue, weiß, schwarz, was auch immer für minus. Ja, und dann kann man die hier so fein reinstecken. Zack. Und festschrauben. Der Schraubendreher hier ist eigentlich zu groß dafür. Aber so kommt es dann. Und dann ist man zu faul, den kleineren zu holen. Geht trotzdem. Ja, wunderbar fest schon. Zur Sicherheit nochmal nachdrehen. Boah, dann nimmt man hier die Zugentlastung. Dreht sie so lange, bis sie in die Nasen, in die Einbuchtungen passen. So einen Stecker drauf. Fertig. Ja, so schnell geht das. Und ist natürlich auch sehr unproblematisch. Und hält eigentlich auch sehr gut. Wobei ich schon mal gekaufte Speak-on-Kabel hatte, einige, wo das tatsächlich nicht ganz so sauber war oder nicht so schön. Man kann auch hier natürlich eins kürzer machen, eins länger, je nachdem, wie man das hier so reinmacht. Aber wenn man es ordentlich macht, dann hält das Ganze hier auch eigentlich sehr gut. Ja, und dann das gleiche nochmal festschrauben. Ja, und das Ding hier drauf. Ich bin ja schon Fan von den Neutrik-Steckern, ja, schon seit vielen Jahren. Ja, hab's auch an all meinen Lautsprechern, die ich bisher in meinem Leben gebaut habe, dran gemacht. Im Hi-Fi-Bereich nimmt man ja gern auch direkt Kabelklemmen.
Bananenstecker, vielleicht auch noch Klinke. 6,3 mm, aber ich nehme immer Speak On, finde ich nice. Schön dicke Kabel, schöne Zugentlastung. Ja, cooles Teil und jetzt hier drinnen dann natürlich auch. Ich glaube, ich habe mal einen Staubsauger. Und weg ist die kleine Krümelei. Na, die anderen Kabel, puh, weiß ich noch nicht. Mache ich vielleicht mal später irgendwann, die brauche ich im Moment noch nicht. Aber ist ja schon mal schön, sie zu haben. Die beide werde ich dann erstmal an die Buchsen, an der Blende, tja, dann montieren. Ja, für die XLR-Anbindung habe ich hier so ein 2 Meter, ich glaube, das ist Sommercable, jo. Und 2 x 0,22 mm sind die dann dick hier. Die haben schon eine ziemlich nice Ummantelung. Also ist ziemlich dick. Das Gummi drumherum, vielleicht bringt das auch viel. Auf jeden Fall wieder wunderbar biegsames Kabel hier, toll. Und habe ich 2 Meter, mache ich jetzt mal ein bisschen länger als die Speakons. Weil meist kommt das ja vielleicht auch irgendwo dran. Bei mir frequenzweich ist ja nicht so lang wie die Endstufe. Gibt natürlich auch kurze Endstufen mittlerweile. Ja, die Class D Endstufen sind mitunter da sehr kurz. Aber ja, mache ich hier ein bisschen länger, ist ja auch dünneres Kabel, hat ein bisschen mehr Spiel. So. Guten XLR Stecker. Habe hier die Neutrik NC3MXX-B. Männlichen Stecker genommen, weil ich muss ja in die weiblichen Buchsen meiner Frequenzweiche rein. Und ja, die sind natürlich auch nicht gerade super günstig. Klar, gibt auch eben günstige. Ne, aber das Gehäuse hier ist eigentlich sehr schön. Ist aus Metall, steht auch Neutrik drauf. Und technisch gesehen, ja, hat man dann hier das Teil, wo natürlich die Kabel dann dran gelötet werden. Das kann man hier so reinfummeln, wenn man die richtige Position findet. Gibt so Aussparungen. So. Oh, dann sieht das dann noch schön aus. Natürlich müssen noch die Kabel dran. Und hier hat man das Teil für die Zugentlastung. Das ist auch wichtig, weil das drückt dann im Prinzip, wenn das Rückteil hier reingeschraubt wird, drückt das im Prinzip gegen den Stecker, ne, sodass der hier oben auch eingerastet bleibt. Würde man jetzt nur das hier drauf schrauben, dann könnte man den hier wieder rausdrücken. Das wäre natürlich Quatsch. Deswegen dann später, wenn das Kabel dran ist, ich zeige es dir nochmal so, ist natürlich sehr nice. Ja, ist der dann so fest, sieht auch schön aus, Metall, vergoldete Stecker, super. Ja, und wenn man, kann man hier drückt, ne, passiert halt nichts mehr, weil das hier dagegen drückt. Also sehr stabiler Stecker, muss man, denke ich, auf jeden Fall sagen. Schön mit der Zugentlastung. Ja, und jetzt muss man nur ein bisschen löten. Wenn man den Außenmantel dann hier vom Mikrofonkabel ein wenig entfernt hat, da gibt es ja verschiedene Methoden schon, wie gesagt, gibt es auch professionelles Gerät sicher. Oder man kann eine Rasierklinge in so ein da irgendwo einklemmen, so einen Schraubstock und dann so vorsichtig hier machen. Ich nehme meine bewährte Schere Zahntechnik. Ja. Ja, wenn man das hier so hat, ne, sieht man, was hier ist. Ja. Im Prinzip die Schirmung hier, das Drahtgeflecht, das ist natürlich wichtig, gerade wenn man eben auch mit welcher Technik auch immer man den Außenmantel abmacht, ja, muss man eben aufpassen, dass man dieses Drahtgeflecht da nicht verletzt, sonst ja, wäre es natürlich mitunter auch ab, das wäre ja blöd. Dann haben wir hier die beiden Adern, hier blau und rot und dann hier noch so ein bisschen stoffartiges ja, so Beiwerk, was wohl auch dazu dienen soll, manchmal der Steifigkeit, manchmal auch, dass das Kabel im Prinzip innen wieder rund wird, was bei zwei Adern ja schwierig ist. Wenn man das nicht braucht, kann man es mit einem Seitenschneider abschneiden oder wie ich hier mit einer Nagelschere. Natürlich immer sehr vorsichtig. Ja, ja, der Schirm hier. Das Drahtgeflecht sollte man dann natürlich so mal ein bisschen zusammenlegen und schön verdrillen. Das kommt ja im Prinzip, je nach, man natürlich schauen, wie belegt man jetzt den XLR-Stecker. Standardbelegung meines Wissens nach wäre Drahtgeflecht hier auf Pin 1, Abschirmung. Ja, Pin 2 dann der heiße Pin, plus Pin 3 der kalte Pin. Wäre dann Minus, ne, könnt ihr sagen, heißes Wasser, rot, kaltes Wasser, blau und das ist der Schirm. So werde ich es auch dran löten. Im Prinzip ist natürlich, könnte man fast sagen, am Ende relevant, dass an beiden Seiten die gleichen Adern, wenn wir die normale Schaltung jetzt hier beibehalten wollen, die Polung, also nichts verpolen wollen, nicht irgendwie was zusammen von asymmetrisch auf symmetrisch oder von symmetrisch auf asymmetrisch ändern wollen, was ich jetzt hier auch nicht will. Ja, da ist ja nur wichtig, dass ein der Buchse und am Stecker natürlich jeweils die Pins gleich belegt sind. Ja, aber ich werde es so machen, eben Pin 1, Pin 2, Pin 3. Das
brauche ich nur was Passendes zum Löten. Ja, wenn man die dann richtig angelötet hat, ich selber bin jetzt kein Lötprofi, habe hier auch kein schönes Equipment. Da will ich das jetzt nicht unbedingt so zeigen, weil es, naja, meine Lötung auch nicht so wunderbar aussehen im Moment. Muss mir mal da eine Lötstation kaufen oder sowas, aber es sollte so passen und dann, ja, kann man sich natürlich hier die Hülle nehmen. Natürlich richtig rum. Wenn man es so hat, kann man auch schön drehen, um zu sehen, wie es richtig rum reingehört. Ja, dann die Zugentlastung. Und das Endstück. Was man dann schön drehen kann. Tja, und fertig ist der XLR-Stecker. Ja, ich muss mir wirklich mal schönes Lötequipment kaufen. Ich habe nur so eine billige Einhell-Lötpistole, die ist für derlei Dinge ein bisschen grob. Naja, ging, aber geht auch schön. So, mittlerweile sind auch meine schönen Quetschverbinder hier, Flachsteckhülsen angekommen. Ninigi, 100 Stück, haben glaube ich 6 Euro bei Amazon gekostet oder 6,50 Euro, irgend sowas. Ich brauche ja eigentlich nur 4. Na gut, später noch ein paar mehr. Von dem her passt das schon. Was habe ich hier noch gerade gemacht? Meine lustigen XLR-Steckerlötungen durchgemessen. Ja, kann man ja hier mit dem Multimeter im Prinzip. Gibt natürlich auch wunderbare Messgeräte, wo man gucken kann. Leitungsmessgeräte, XLR rein und dann geht das auch. Aber man kann hier natürlich auch schön mit dem Multimeter gucken. Vielleicht sieht man es gerade nicht. Ne, wenn hier kein Durchfluss wäre. Jetzt zum Beispiel oben schon Widerstand. Dann gibt es ja Leitungsprüfung. Je nach Multimeter. Ne, und wenn man dann hier natürlich den richtigen Pin hat, dann haben wir da natürlich auch einen sanften Widerstand. Und so kann man natürlich gucken, ob hier ein Durchfluss vorhanden ist oder nicht. Und das habe ich jetzt bei allen gemacht und es funktioniert auch so wie gedacht mit Pin 1, 2, 3. Also richtig gelötet und die Lötung hält auch erstmal wunderbar. Natürlich gefällt mir das hier noch nicht so richtig, dass das hier eigentlich alles nur durch die sanfte Lötung gehalten wird. Ich bräuchte ja eigentlich auch so eine schöne Zugentlastung. Ich weiß gerade gar nicht, ob es das gibt vielleicht. Vielleicht reicht das auch so. Und dann habe ich hier so gute Lux-Tools. Ja, das Ding ist nicht das Maß der Dinge. Das wackelt hier ganz schön. Ja, und dann kann man das hier einfach quetschen. Das kennt man ja vielleicht. Knietsch. Und fertig ist die Quetschverbindung. Man kann natürlich auch gleich erstmal gucken, dass man die schon mal so quetscht, wie dann hier der Anschluss ist, also in der Richtung, dass man es ein bisschen dreht. Entweder horizontal oder vertikal. Plus oder Minus, je nachdem. Ja, und dann kann man das hier drauf stecken, theoretisch. Und ich habe halt gleich so voll isolierte genommen. Ich meine, die normalen gehen sich ja genauso gut. Rudi, das ist schon schwer hier. Also man braucht hier 4,8 x 0,5 mm. Das ist wichtig, damit die natürlich nicht locker drauf sind, denn ansonsten ist das natürlich keine saubere Quetschverbindung. Aber die hier passen ganz hervorragend auf diese Neutrik-Stecker. So, ein bisschen gefummelt, dann passt das auch. Durch die Vollisolierung ist das hier natürlich eine etwas engere Geschichte. Aber naja. Es geht schon. Jetzt habe ich mir überlegt, hier mit Klopapier so ein kleiner, ich wollte ja eh eine Art Zugentlastung haben, habe ich hier so ein bisschen drumherum gebastelt. Wie eine Form. Jetzt habe ich gedacht, naja, knallst du hier mal. Das sieht dann zwar innen natürlich hässlich aus, aber was soll's. Oh, schön viel diese heißen Heißklebepistole rein, da ich ja eh 1000 Stäbe habe. Dann habe ich den Vorteil, ja, dass das Ganze natürlich in sich isoliert ist, mehr oder weniger. Und B habe ich vielleicht auch so eine Art kleine Zugentlastung. Ja, ist vielleicht ein bisschen unorthodox und sieht dann auch mistig aus, aber man sieht es ja eh nicht. Und da werde ich das jetzt hier voll füllen und hoffe, dass ich, ja, weiß ich nicht, die Klopapierrolle dann auch abkriege. Mal sehen, wie das dann aussieht. So, während meine Heißklebebastelei jetzt hier ein bisschen erkaltet ist, hoffentlich habe ich doch nochmal zwei Speaker und Kabel angeschlossen. Dann kann ich meine 4-Kanal-Endstufe auch gleich voll anschließen, auch wenn ich sie jetzt nicht so brauche. Ist natürlich die Frage, geht die Pappe jetzt wieder ab? Noch nicht so richtig. Oh, Scheiße.
Habe ich mir ja schon so gedacht, fast. Man sollte vielleicht was anderes als Pappe nehmen. Aber an sich, ja, war jetzt halt gebastelt. Im Zweifel kann ich die Hooks noch jederzeit neu machen, wenn es mir mal nicht mehr gefällt. Aber was schon cool ist, mal davon abgesehen, dass es mit der Pappe ein bisschen blöd aussieht hier, weil man es nicht richtig abgreift. Ja, ist, dass es jetzt hier eine super stabile Verbindung ist. Und im Prinzip wollte ich das ja so. Hässlich, aber gut. Also ich habe jetzt hier auch gleich so eine Art Zugentlastung. Ne? Das würde dann, ich meine, natürlich klebt der Heißkleber auch noch an der Buchse am Ende. Da könnte der natürlich auch abreißen wahrscheinlich. Aber irgendwie wirkt es... Das sieht auch gar nicht so schlimm aus. Das ist jetzt ein dicker Knubbel. Naja, nicht schlecht finde ich. Sieht nicht so schön aus, aber ansonsten... technisch nicht verkehrt vielleicht. Außer jemand sieht da was sehr Negatives drin, dann kann er mir das natürlich gerne sagen. Ich finde das jetzt nicht schlecht. So, jetzt aber mal weiter. Hier sind wir ja nie fertig. Dann mal weiter mit dem Case. Es fehlt mir noch eine zarte Endstufe. Ich werde mal diesen TMTSA 4-700 reinschieben. Okay. Muss man natürlich wieder gucken, wo seine Teile hier sind. Muss man nochmal rausnehmen. Ja, ja. Zack. Immer noch zu niedrig. Ja. Da muss man jetzt natürlich gucken, ob das mit den Gummifüßern so funktioniert. Ich will hier eigentlich noch das Ultra Drive reinschieben. Aber da sind die Gummifüße vom TMP im Weg. Oder das Thomann-Teil da oben. So, hab die Gummifüße von der Endstufe doch entfernt. Bisschen flachere dran gemacht, wie ich hier noch hatte, so Klebegummifüße, dass das Ding nicht so auf den Einschlagmuttern unbedingt rumratscht. Ja, passt jetzt hier eigentlich sehr gut. Jetzt alles rein, da muss man halt gucken. Ja, aber ansonsten sehr schön. Muss ja von hinten weitermachen. Ja, so sieht es von hinten aus. Da kommt man jetzt natürlich schon gut dran. Ich werde hier erstmal von meinem Anschlusspanel die XLR-Eingänge an der Frequenzweiche am Ultradrive anschließen. Guten Strom wollen wir mal nicht vergessen. Können natürlich das Kabel dann auch schön hier oben langlegen. Ein bisschen verstauen. Dann muss ich natürlich von der Frequenzweiche zur Endstufe, da habe ich hier noch ein paar fertige schöne XLR-Kabel in weiser Voraussicht organisiert. Und im Moment werde ich die hier auch alle zu den Endstufeneingängen führen. Endstufe braucht auch noch ein bisschen Strom. So, dann habe ich einen schönen Adam Hall Stromverteiler, den, ich weiß noch nicht, ich wollte ihn eigentlich nicht ganz oben dran machen, weil ich dachte, ja, vielleicht kommt der dann die Stecker außen in die Quere. Oh, hier muss man gucken, wie man den reinmacht. Wegen dem Anschlusskabel. Ja, und das Ding wollte ich halt hier hinten gerne dran machen. Wie schon gesagt. Ja, da kann man natürlich überlegen, ob es einem vorne besser passt. Ja, und vorne die Geräte dann dran machen will, genauso wie beim Anschlusspanel. Oder eben, ob man es wie ich jetzt hier hinten dran macht. Ich finde das mit dem hinten nicht so schlecht, die Idee. Kommt halt drauf an, wie man alles so einsetzt. Was man so hat. Ja, das muss man sich halt überlegen, aber ich fand es wie gesagt so jetzt nicht verkehrt. Jetzt habe ich hier natürlich noch mein schönes Anschlusspanel. So, jetzt muss ich hier noch ein paar Speakers anschließen. Dann muss man hier sicher gucken, wie man die Kabel taktisch legt. So, die Kabel ein bisschen reingefummelt. Das ist natürlich die Frage, ob das hier oben dann mit den Steckern, die so ein bisschen ja quer sind, noch geht. Man müsste dann halt noch sehen, wie man es beschriftet. Ich weiß natürlich, Eingang 1, Eingang 2, ne, die Ausgänge. Daher ich das jetzt nur nutze, ist das auch okay so. Man muss das nur ich wissen. Ja, jetzt noch die Frage, was man mit dem dicken Kabel macht. Warum man da nicht außen einfach eine Buchse dran macht. Mann, es wäre doch so einfach. Ja, denn ich habe ja noch mein schönes Lochblechgitter. Aber ob das... Nee. Ah, das habe ich schon befürchtet.
Schade. Das funktioniert halt nicht. Ja, müsste hier an der Seite vielleicht sowas reinbohren, so eine, weiß ich nicht, Öffnung oder so. Ich glaube, da wird das Kabel einfach zu sehr gequetscht. Aber so wird es sonst aussehen. Ich muss mir da hier noch was überlegen und bis dahin lasse ich es erstmal so offen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Aber zumindest hier zum Abschluss kann man natürlich nochmal einen kleinen Test machen. Ja, also hier leuchtet dann auch, wird wohl gehen. Tja, geht das hier vorne zumindest an. Gut aus. Ultra Drive geht scheinbar auch noch. Toll. Sehr gut, sehr gut. Hier nun der letzte Stand vom Case. Das Blech also mittlerweile dran. Hab hier so U-förmig das quasi ja, ausgebohrt mit der Bohrmaschine und verschiedenen Bohrern. Ist natürlich nicht hundertprozentig sauber. Blech auch hier und da ein paar kleine Schrammen am Ende abbekommen. Aber ich denke, es sieht trotzdem gut aus und ist natürlich technisch funktional und sicher. Das war mir halt wichtig. Ich habe hier auch entsprechend die Kanten entgratet mit einem zarten Remel, sodass... Ja, sodass es hier nicht schneiden kann oder ins Kabel schneidet, das wäre natürlich schlecht. Hier ist ja auch nochmal diese Schutz, kleine Schutzkunststoff, ne? Das würde ich dann also sehen. Aber es ist, wie gesagt, schön entgratet, also schneiden konnte ich mich nicht. Natürlich werde ich es trotzdem immer mal kontrollieren, aber ich benutze es ja auch nur selber. Also von dem her denke ich, ist das schon okay so. Hab hier und da ein bisschen was eben probiert. Und ja, aus meiner Sicht dennoch ein gutes Case. Und ich finde es halt schön, dass das jetzt so ein bisschen sauber und aufgeräumt aussieht, dass ich jetzt hierher gehen kann. Man kann das Kabel hier reinlegen, so wie ich mir das ja mal dachte. Dann mache ich das hier dran und das Teil zu und dann ja, ist alles sauber drin. Und von dem her aus meiner Sicht ein schönes Case, hält zumindest stabil, hat auch mit dem Einbau sonst alles relativ gut geklappt. Technisch das Ganze funktional, habe ich ja jetzt schon im Einsatz, auch im praktischen Einsatz gehabt und von dem her ja, bin ich soweit zufrieden mit dem Case. Wie gesagt, ich bin natürlich kein Profi in derlei Dingen. Aber aus meiner Laiensicht ist das hier schon ein cooles Teil.